Willkommen zum Wochenzocken. Prost! Das ist ein sehr schönes Lied, wie ich finde. Ach so, richtig herbstlich. So, ich hoffe, mein Stuhl bleibt heute einigermaßen hoch. Ich muss mich da echt drum kümmern. Es nervt. Spiele, Updates, es gab keine. Ein bisschen enttäuscht bin ich dahingehend. Ich hätte gedacht, wenigstens ein Update irgendwo. Aber auf jeden Fall wird es ein neues Spiel geben ab morgen. Oder wir werden morgen zumindest in ein neues Spiel reingucken. Und zwar, na, ich verrate es vielleicht noch nicht. Vielleicht später. Das wird aber ganz gut, denke ich mal. Und ansonsten, ich gucke gerade Angebote, Steam, Sale. Nicht wirklich was Spannendes für mich dabei. Ja, wir haben ja am Wochenende New City gesuchtet. Aber ich muss sagen, ich hoffe, da kommen noch ein paar Stabilisierungs- und Performance-Updates. Dann werde ich da bestimmt ein paar Mal das suchten. Generell ein paar UI-Verbesserungen sind da notwendig und. Aber ansonsten denke ich, coole Sache. Desperados 3 könnten wir am Wochenende mal machen. Ich habe mich jetzt die letzten Wochen nur nicht fit gefühlt dafür. Da habe ich aber auch eigentlich super Lust drauf. Genau, und das Spiel morgen ist halt etwas Ähnliches, sage ich mal. Obwohl, vielleicht eher, na, wie gesagt, ich verrate es noch nicht. Wir werden das morgen sehen. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Download halt rechtzeitig schaffe, je nachdem wann es freigeschaltet wird. Vielleicht auch erst übermorgen. Ja, Kingdoms Reborn könnte auch langsam mal ein ordentliches Update bekommen. Vielleicht ein stabiles Mal, nicht nur in der Testbranche. Medieval Dynasty hat auch lange keine Liebe mehr bekommen, sage ich mal. Das wirklich große Update waren jetzt irgendwie 3 Sets und Kleinigkeiten eher. Zurzeit ist es auf jeden Fall schwach, was Spiele-Updates angeht. Und die, die groß angekündigt werden, sind meistens wirklich eher mini-winnie. Na gut, nicht lang schnacken. Avorion im Nacken. Ah, meine Kamera ist auf jeden Fall wunderprächtig. So, von New City auf Avorion umstellen. Kriegt's hin. Sehr schick. Wir haben inzwischen 666 Sektoren entdeckt. Das ist ja gefährlich, würde ich sagen. Ich muss mal noch den Filter einstellen. Filter, vielleicht ein bisschen heller. Ja. Dem fehlt da vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Sind Kleinigkeiten, aber manchmal helfen sie. Ich habe jetzt das Licht auf manuell gesetzt. Ich bin vielleicht ein bisschen langsamer dadurch, aber vielleicht ein bisschen klarer zu sehen. So, laden. Heute übrigens leckeres kaltes Malzbier. Prost! Ah ja, leckt ein bisschen die Kamera. Naja, gut. Ein bisschen sehr sogar. Selbst das Vorschaubild ist schon Mama verzögert. Keine Ahnung warum, ich glaube der USB-Port an meinem Mainboard ist auch nicht mehr ganz koscher. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht hatten. Deswegen auch der Titel.
Ich muss noch Prezel Rox rausschmeißen. Stimmt. Mod. Das ist jetzt, wo ich es gerade sehe. So. Sehr schön. Dann ist das auch raus. Wir hatten uns, glaube ich, ein Artefakt gekauft. Ah, unsere Offiziere. Genau. Das war unser großes Problem. Da brauchen wir auch auf jeden Fall einen Lieutenant. Holen wir erstmal den ab. Ah, wir sind gedockt. Ah, das ist sehr gut. Also da lohnt sich der Transporter doch schon. So, erstmal zwei holen. Das sollte da reichen. Ich wollte Crew gucken. Der hatte keine. Der hat keine. Er hat welche. Oh, mitten hier im Nebel. Ich bilde ja noch welche aus. Es reichen nicht mal. 10 fehlen, 16 bilde ich aus. Ne, das passt doch wunderbar. Ingenieure, Mechaniker haben wir mehr als genug. Da können wir also auch noch größer werden zur Not. Jetzt fehlt mir so ein bisschen Aufbau auf dem Ding. Genau, wir könnten mal gucken, ob wir Raumjäger uns holen. Wir sind ja zufällig hier bei einer Raumjägerfabrik. Schon in 3 Kilometern Entfernung gedockt. Jäger bauen. Genau. Wir haben ja dieses Mining-Ding. Das würde ich selber nie benutzen. Mit einem Ding zusammen. Fremdartiger Schiffe. Da kümmere ich mich nicht drum. Wären das 4 Millionen pro Ding oder für den. Wir können auch gute Waffen hier raufsetzen. Vielleicht mit Maschinengeschützturm oder mit einem Bolter. Anhand des Preises unten sieht man eigentlich auch ganz gut, wie sinnvoll das Ding ist. Vierfach-Bolter. Das Problem ist, eigentlich wäre Bergbau am interessantesten. Habe ich gar nicht so viele. Okay. Aber dann würde ich auch gerne da ein neues Design, glaube ich, mal
entwerfen, obwohl diese kleinen Dinger wären gar nicht schlecht. Ich finde es schade, dass man hier raus nicht direkt sagen kann, neue Vorlage erstellen. Okay. Ich will einfach nur mein Schiff verlassen. Vielen Dank. Was? Ich kann nicht in meinen eigenen Hangar fliegen. Okay. Jäger. So. Das kann auch vom Maßstab hier viel, viel kleiner werden. Das wird mein ganzes Schiff löschen. Nee, nicht sicher. Ganzes Schiff anpassen. Das ist doch die richtige Größe für eine Vorlage. Und wir benutzen Trinium, würde ich sagen, erstmal hauptsächlich. Ist ja auch eigentlich auch egal. Ich glaube, das ist rein visuell. Müsste auch gar nichts anderes jetzt ranbauen. Aber für das gute Gewissen. Oh. Na? Wir bauen uns auch jetzt so eine kleine Pyramide. Sieht da schon gut aus. Ja, wie gesagt, eigentlich ist es alles Wurst. Das ist ja eh nur fürs gute Gewissen. Oh. Hätte ich auch wieder die Spiegelung anmachen können. Egal. Ich baue nicht gern mit Spiegelung. Ich finde, da hat man immer wenig Kontrolle drüber. Beziehungsweise leidet bei Vierfachspiegelung auch massiv die Übersicht hier drin. Weg mit dir. Jo. Hier stimmt noch irgendwas nicht. Nee, hier ist was falsch.
Ja, da ist falsch. Ah, schon mal okay, zumindest. Jetzt die Panzerung. Okay, hat gespeichert. Neulich ist er auch abgestürzt. War das erste Mal, seit ich Avorian habe, glaube ich. Oder das zweite maximal. Okay, das ist ganz komisch gedreht. So müsste richtig sein, genau. Na? Es wird doch. Ja, jetzt ist die Frage Pyramidenspitze. Es gibt eine dreiseitige Ecke, nicht? Gut, wir können hier halb groß machen. Und dann. Was ist die? Dann machen wir erstmal mal einen festen Block rein, dann können wir es besser machen. So, Skalierreichweite 0,25. Okay, Gitter 0,25. Falsche Ecke erwischt, alles klar. Jetzt wieder auf 0,5 hoch, sonst hat man am Ende nur Probleme. Und hallo Logical. Oh mein Gott. Du musst dich löschen gehen, wenn du sowas sagst. Willst du das wirklich? Und Hallöchen im Wochenzocken. Ja, so geht's doch. Das sind Düsen? Alles klar. Brüche außer Hölle. Okay, sage ich mal. Gibt ja selten Tage, die wirklich schlimm sind.
Schlimm ist es eigentlich eher mal, wenn der Körper nicht mitmacht und dann Kopfschmerzen oder so kommen. Aber das geht eigentlich. Jetzt hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ansonsten alles gut. Ich hoffe auch, bei dir ist nichts Besonderes los. Außer du bist Millionär, dann gratuliere ich. Ich ärgere mich übrigens massiv. Bei Writing Bull kommen jetzt immer mehr junge Leute, die einen Game Design Master haben und stellen ihre Spiele vor. Boah, ärgert mich das. Hätte es das mal zu meiner Zeit gegeben. Und Systemdesign noch dazu. Na. Wirklich, ich wäre hochmotiviert gewesen. Zirkus. Danke für den Sub und danke für den Proof, dass es funktioniert. Ich hab's mitbekommen. Eine weitere Seele gefangen im Zirkus. Ja, ich habe ein bisschen rumgespielt, das hast du ja noch gar nicht mitbekommen. Man kann jetzt das Licht hinter mir steuern. Aktuell noch testweise. Es gibt einige Befehle dafür, zum Beispiel gibt es auch diesen hier. Ja, ich dachte mir, ein bisschen mehr Interaktion ist cool. War gar nicht so aufwendig, nicht? Es geht jetzt quasi von dem Twitch Chat, der wird abgerufen vom If This Then That Server. Dieser If This Then That Server, also IFFT, der greift auf die API des Herstellers des Lichtes zu. Der hat Server. Der Server sagt, wo mein Licht zu finden ist. Der sendet das an mein Netzwerk, wo die Lumia App das empfängt, mit die connected ist mit dem Server. Diese Lumia-App, die jemand programmiert hat, die aussieht wie Scheiße, ja, und funktioniert wie Grütze. Diese App steuert dann das Licht lokal an. Aber es funktioniert! Und was zeitnah! Und danke für den Sub. Problem ist, in der Nicht-Bezahl-Version kann man halt nur einfarbige Lichter einstellen. Und nicht mehr rotierende Lichter und Dings, das kostet 3,99 im Monat. Ein bisschen zu viel, finde ich. Ist so eine App, die würde ich einmalig kaufen, ja. Und wenn sich dann irgendwas an der API ändert, würde ich meine neue Version kaufen, ja. Aber kein Mensch holt sich das im Abo. Ja, da hat man die Funktion lieber gar nicht. Ärgerlich, leider. Aber trotzdem, eine kleine Funktion. Die auch Spaß bringen kann ein bisschen. Könnte man eigentlich auch selber programmieren. Genau. Lieber Spotify im Abo, nicht? Also der Mehrwert ist halt geringfügig, leider. Von dieser App dann gegenüber von größeren Diensten. Klar kann sich ein kleiner Anbieter sowas nicht so krass leisten wie Spotify, die das dann durch Subventionen der Menge einfach kompensieren können. Wir wollen den und den und dann wollen wir umwandeln. Ja.
So, jetzt leuchtet das Licht ja noch ein bisschen sehr intensiv. Das wird sich ja mit der Farbe gleich ändern. Rote Kampfschiffe. Unser Schiff ist ja grün, nicht? Nee, schwarz. Aber schwarze Dings. Wir haben auch noch Titanerze oder weiß, nicht? Snow White haben wir. Wo ist es? Das Snow. White Smoke. Machen wir weiß und unten schwarz oder so, nicht wahr? Ja, ist halt schade, nicht? Also hätte der Anbieter gesagt, ey, die App kostet 19,99, ja, hätte ich gesagt, cool, hole ich mir einmalig, nicht? Und er hätte 19,99 verdient, so verdient er gar nichts. Nur weil er sein Abo-Modell durchdrücken will. Gut. Ist genau wie ich Photoshop auf Affinity Designer gewechselt bin. Ja. So, wo war das schwarz? Ich glaube, wir hatten Black? Night Grey hatten wir, nicht? Aber gut, wenn die Hersteller meinen, dass sie das wollen, dann sollen sie es wollen. Ja, das sind jetzt leider keine halben Blöcke. Das heißt, wenn ich die jetzt einfärbe, sind die komplett schwarz. Ein bisschen schade. Wir können die Dinger auf jeden Fall schwarz haben. Vielleicht noch die, aber das sieht dann doof aus. So, und die Lichter, die könnten wir jetzt in schön rot machen. Oder vielleicht auch in gelb. Sehr aufdringlich, nicht? Leuchtet doch schon. Das ist doch eine schöne Vorlage für ein kleines Kampfschiff, oder? Wenn die aus uns raus springen, zu Hunderten und Gegner angreifen, finde ich cool. Okay, Vorlage speichern. Gespeicherte Designs. Aktuelles Design speichern in... So, da finde ich es wieder. Lässt sich sogar fast steuern. So. Alles im nicht sicheren Modus entfernen. What the heck ist ein Evangeline? Tja, der ist auf jeden Fall tödlich. Oh, was fliegt denn da rum? Da wurden irgendwelche Schiffe zerstört und ich würde sagen, für uns lohnt sich das. Da können wir ein paar Sachen abgreifen. War nur ein Bergbausystem und Co. Da ist auch noch was. Der Vorteil, wenn man sich nicht einmischt, man wird trotzdem belohnt. Nicht gut. Wie kommst du aber auf Religion? Du weißt, alles was ich sage, vergesse ich im nächsten Moment gleich wieder. So, ein Jäger bauen. Vorlagen. Das ist die alte Vorlage, die mich inspiriert hat. Ich glaube, die neue passt doch ein bisschen besser. Und da würde ich nämlich gerne, auch wenn es 5 Millionen kostet, wir haben nicht mehr so viel Geld. Scheiße. Hätten wir nur noch... unser Schiff hat so viel gekostet. Ja, aber wie kommt's auf Evangelien? Habe ich irgendwas dahingehend gesagt? Oder weil wir neulich so die Worte geteilt haben? Das wäre ein cooler Titel
War random. Okay, deswegen hat man ihn nicht verstanden. Er hat keinen Kontext. Das ist ungefähr so wie dieser eine Künstler, der Müll als Kunst in ein Museum aufgestellt hat und dann wurde die Kunst weggeschmissen. Weil er stand neben dem Mülleimer. Es sah halt aus wie Müll, also wurde es weggeschmissen. Das ist keine Kunst dann. Und ein Witz ist ein Witz, wenn er in einem Kontext steht. So, wir brauchen Geld, würde ich sagen. Ich meine, wir haben ja eigentlich ziemlich viel Zeug, was wir verkaufen könnten. Kontext ist egal. Ja, aber zu deiner Frage. Nee, ich muss nicht täglich was abliefern. Also zurzeit mache ich eh so eine Sache, die nervt mich eigentlich eher. Und zwar ist das so Prototypen-Design-Entwicklung. Ich will eigentlich... Das Problem ist, die haben erkannt, dass ich mehr kann, als ich zugebe zu können. Glaube ich. Ich wollte eigentlich nur stupide Oberflächen entwerfen. Ja, ein bisschen ans Backend Anbindung machen und Co. Aber anscheinend soll ich jetzt auch noch ein bisschen planen, entwickeln und an Schnittstellen Design herangeführt werden. Ich muss sagen, das fällt mir halt echt schwer, sich so wirklich aus dem Nix was auszudenken, was auch Sinn macht auf Dauer. Was mich am meisten geärgert hat, ich hatte vor 3-4 Monaten meine Anwendung, sag ich mal, auf einem bestimmten Status und dann wurde gesagt, nee, sicherheitstechnisch soll ich die doch umbauen. Dann habe ich sie umgebaut, das hat mich 2 Wochen gekostet, weil nichts ging, eigentlich noch mehr, bestimmt 3 Wochen. Und jetzt wurde gesagt, warum hast du das so gemacht, bau das doch mal so um. Und die so, Alter, was? So hatte ich's doch. Ihr habt doch gesagt, baut das so um. Okay. Nee, so macht das ja gar keinen Sinn. Und ich dachte nur so, ey, ich habe 3 Telcos mein Veto eingelegt, dass das keinen Sinn macht. Aber ich es doch erstmal so machen sollte. Oh, das ärgert einen dann, wenn so Arbeit rückgängig gemacht werden muss, weil irgendwann jemand nicht ordentlich drauf geguckt hat. Gut, ich konnte das meiste einfach zurückkopieren. Das hat mich eine halbe Stunde gedauert oder Stunde. Aber trotzdem, bisschen ärgerlich ist es trotzdem. Und der Sinn steckt doch im Moment. Das ist wahr, jeder Moment sollte genossen werden. Ach, mein Öhrchen. Die Musik hier ist übrigens von Drakon. Ich weiß nicht, ob die laut genug ist. Könnte heute ein bisschen zu leise sein. Finde ich sehr, sehr gelungen, gerade Roadblock. Weil Prezerock ist Geschichte, falls sich jemand wundert. Die haben, ja, sag ich mal, das große Geld gewittert. Und da habe ich gesagt, ne. Also, sorry. Die haben den Player erstmal verhunzt. Der nimmt 3/4 des Bildschirms ein. Vorher hat er irgendwie, konntest ihn so ganz klein schieben, damit du nur Start-Stopp ein bisschen was gesehen hast. Der hat perfekt noch in mein Layout gepasst, nicht? Hat nicht genervt. Aber jetzt haben sie ihn irgendwie so groß gemacht, dass er 3/4 seines Bildschirms einnimmt. Warum auch immer, wozu? Ich weiß es nicht. Es ist halt einfach schrecklich, du kannst ihn nicht klein schieben. Die Playlists wurden nicht importiert vom alten Player. Da hätte man in irgendeinem Blog-Eintrag irgendwas irgendwann mal lesen sollen. So unprofessionell, und da habe ich gesagt, also so viel wie ich sie unterstützt habe, so unprofessionell ist es jetzt. Dann ist der Abo-Preis irgendwie auf 14,99 € im Monat gestiegen.
Und YouTube-freie Songs waren irgendwie gar keine mehr drin gerade. Das war alles irgendwie sehr nervig. Und da habe ich gesagt, Drakon, deutscher Streamer, macht auch Musik. Die macht er extra für sich, damit er keine DCMA-Probleme hat. Kein Label dahinter, nur er selber. Eben nicht. Und er stellt es allen frei zur Verfügung, die es im Hintergrund dudeln lassen wollen. Man darf es nur nicht als sein eigenes Werk ausgeben. Ist ja auch verständlich. Und wenn man es halt in größeren Sachen verwendet, kann man ihn ja zur Not auch fragen. Aber so, das ist echt für Stream-Hintergrundmusik. Was? Ein Logical ist unlogical. Warte mal. Da haben wir doch was. Greifen Piraten den Sektor an? Ja, ich wurde nicht informiert. Wir müssen uns jetzt auch erstmal Geld ran schaffen. Gut, ich glaube, wenn ich alle Waffen verkaufe, die ich jetzt habe, noch so, dann habe ich eh 20, 30 Millionen wieder. Ja, aber das Gute ist, ich kann jetzt die Musik über Spotify abspielen. So zwei, drei Lieder mit Gesang gefallen mir halt nicht ganz so gut als Hintergrundmusik. Also im Großen und Ganzen ist auch schon ganz cool. Ich meine, es gibt ja auch noch Monster Cat und. Mit dem man sich auseinandersetzen könnte, aber ach nee. Gerade die Spotify-Playlisten sind nicht unbedingt DCMA-free und wenn, dann vielleicht auch nicht für YouTube. Das heißt, du müsstest verschiedene Musik für YouTube und für Twitch haben. Das ist schon maximal nervig dann. Und die Musik hier hat einfach kein DCMA. Niemals. Da kann man doch ganz glücklich sein. Ich habe anscheinend was angerempelt. Passiert. Das ist auf jeden Fall ein sehr leidiges Thema, wie ich finde. Oh, nochmal 200.000. Und es kam zu wenig Artisten zum Wettbewerb. Ich bin enttäuscht. Keiner wollte Schneemänner mit mir bauen. Naja, die revoltieren immer noch. Es müsste aber bald fertig sein. 83%. Wir sind voll ausgestattet auf jeden Fall. Nur das Gelbe können wir nochmal gegen ein Rotes oder ein Lilanes tauschen. Wäre mir fast noch lieber. Da hatten wir nur bisher noch kein Glück. Können auch mal... Habe ich alles verkauft? Bis auf die Gelben? Scheiße, ich habe schon alles verkauft. Ja, leck. Da haben wir doch nicht mehr so viel Geld. Das ist nicht gut. Und ein Geschenk wird geöffnet. Und herauskommt... Prancer. So, wer weiß, wer Prancer ist? Ich wusste es nicht. Ich habe selber nachgeguckt. Prancer war nicht gern eingesperrt. Aber ich behalte die Oberhand. Prancer ist eins der Rentiere des Weihnachtsmannes. Prancer, Dasher, Blitzer... Rudolf. Xanion-Erz. Sehr gut. Das ist wirklich gut. Ja, die meisten kennen nur Rudolf.
Ja, aber was ich sagen würde, also ich gucke aktuell echt gerne beim Sonntagsstream vom WB nachträglich rein, weil der echt viele kleine Indie-Entwickler da hatte. Einmal vom Mamur hieß das Spiel, oder heißt es, kommt raus bald. Sehr schönes kleines Game, grafisch so ein bisschen lala. Das Lustige ist, man erkennt sofort, dass es alles nur Programmierer sind. Ja, auch das Spiel, was er jetzt diesen Sonntag vorgestellt hat, von zwei Game Designern, die machen das als ihre Abschlussarbeit, sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber ja. Sind die da gerade die Kate? Ich glaube. Vielleicht, ja, die Kane gerade. Nein! Einsammeln, gib Geld. Ja, das ist es halt nicht. Komplexe Systeme und Abläufe werden designt und dann einfach einen Button einfach halbwegs hinzubekommen, ist dann die große Kunst. Ich meine, ich habe das Problem auch, nicht? Das. Ich frage mich nur immer, warum wird sowas nicht im Game Design Studium beigebracht? Holt euch einen Designer. Ja, wenn ihr ein Spiel macht. So als Verpflichtung. Mit anderen Studiengängen zusammen dann arbeiten. Irgendwas. Naja. Oh, das ist die Raumfabrik. Komm, Geld gibt's immer. Wie teuer ist denn meine Crew? Vielleicht sollte ich das vorher mal nachgucken. Die Crew kostet mich aktuell. ...200.000. Es ist ein Dings. Achso, wir sind ja schon gedockt. Ich baue jetzt hier die Dinger mit dem Ding. Die Frage ist, ist das hier... Oh, es wird noch teurer. Ach du Scheiße. Alles klar. Wenn das Bergbaudinger sind, dann müssen sie nicht manövrierbar sein und 52 Millionen. Okay. Vielleicht ist das Ding da dran doch nicht das Richtige. Und die haben auf Lebenspunkte und Geschwindigkeit einen Vorteil. Das heißt, hier sind eher Kampfsachen gefragt. Nehmen wir doch eine hohe DPS. Das wäre nämlich das Bolter-Ding. 400.000. Geschwindigkeit 14 ist maximal. Lebenspunkte 12 ist maximal. Wegen des Geschützturmmaterials. Alles klar. Das heißt, wenn ich hier irgendwo Trinium nehme. Ah, manövrierbarer, aber. Alles klar, okay. Das ist echt eine Lotterie, da kann man echt Geld verbrennen hier bei den Sachen. Ich glaube, ich habe nur Trinium und Xanion. Ja. Ich meine, die Doppelmaschinentürme wären auch nicht schlecht. Dann wäre es auch nicht so teuer. Geht nur auf 13, okay. Ach, da kriege ich weniger Punkte, wenn ich die Waffe nehme. Ach, pro Waffe kriege ich Punkte.
Ach du Scheiße, okay, 30. Weiß ich jetzt, was jetzt das Höchste. Ich denke, ich werde auch nichts Größeres als 30 finden. Könnten nach Material. Ah, Raketengeschütz zum nur 10. Der hätte hier 35. Ah. Weil die rot sind, nicht? Alles klar. Das heißt, rot ist Trumpf. Ich meine, so schlecht wäre der hier gar nicht. Oder Doppelpulskanone. Benutzen tue ich die Dinger eh nicht. 500.000 die Raygun. Schaden 1200. Hm, 5 Millionen. Ich weiß halt nicht. Ah, Güter-Shuttle. Mannschaftstransporter. Alles klar. Okay, da gibt's also auch nochmal andere. Raumjäger. Also 600 ist Minimum. Hier ist 3 Minimum. Ach, das wird kleiner. Mehr Punkte wird es kleiner. Das heißt, ich kann davon mehr haben. Alles klar. So, 600, 4,7 Millionen. Keine Ahnung, ob der gut ist. Wir stellen ihn. Da ist er. Ein Raygun-Jäger. Reichweite 19 Kilometer. Okay, Feuerrate. Schaden 129, DPS 66. Ist gar nicht schlecht. Größe 4. Lebenspunkt 154, Manövrierbarkeit und Geschwindigkeit. 4,7 Millionen Xanion. Ja, leck. Scheiße. Mm. Gut. Oder? Wie viel Xanion? Wir werden den in eine Blaupause umwandeln. Ah, da steht 22.000 Xanion und 12 Minuten dauert's, den zu bauen. Alles klar. Ist hier nicht ein... Oh, hier ist kein Dock. Okay. Da haben wir unser Ziel, glaube ich, damit erreicht. Prozent, alles klar, wird gebaut. Und die Staffel können wir mal umbenennen. Das sind denn die Ornissen. Ein klassischer Kampfjägername, nicht wahr? Guten Tag. Ich habe hier ein Meeting mir gekauft mit Ihnen. Oh.
Jetzt müssen wir schnell ein paar ausschalten. Dank eines Mods sind wir jetzt übrigens auch manövrierfähig. Haben das halbe Schiff gesprengt. Müssen wir aus diesen Kanonenclustern raus. Die sind nicht sehr gesund für uns. Auch wenn wir viel Schilde haben, man muss ja nicht übertreiben. Dadurch, dass sie nur so langsame Waffen haben, sind die hier gar keine Gefahr für uns. Wenn ich mich alle 30 Sekunden wegbewege, dann fliegen alle Waffen bzw. Schüsse an uns vorbei. Schöne Geld einsammeln. Ich glaube, morgen ist so der erste, nicht? Morgen gibt es ein neues Spiel dann. Ich habe mir heute mal wieder was gekauft. Zurzeit kommen viele interessante Sachen raus. Dann bin ich mal gespannt, ob das cool ist. Ich hoffe mal. Ich verrate noch nicht, welches es ist. Wird eine Überraschung für morgen. Der gibt seine Waffen schon frei, bevor er kaputt ist. Gefällt mir. Eieiei. Können wir alles in Geld umwandeln. Wir haben nämlich nur noch 8 Millionen von 150 Millionen hatten wir mal. Davon stecken 120 Millionen in den Raumschiff, was wir gerade benutzen. Unglaublich, oder? Und 20 Millionen stecken in irgendeinem Friedensvertrag. Das Gute ist, alles, was ich jetzt einsammle, kommt den Stationen zugute. Ich meine, ich habe jetzt auch 4 Millionen Schild, wo ich vorher 1,5 Millionen hatte. Das heißt, wir sind da auch locker und gut bewaffnet. Okay, Ausweichmanöver, Alpha. Wir werden jetzt mal dann die DPS ärmsten Waffen verkaufen. Wäre schön, wenn man bei den Waffen das Bergbau- und Abwrackzeug rausfiltern könnte beim Verkaufen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, die haben da keinen Quick-Filter für. Für die einzige Sache, die wirklich notwendig gewesen wäre. Komm her und stirb wie ein Pirat. Und warte, bis unsere Waffen nicht mehr überhitzt sind. Sehr freundlich. I appreciate that.
Vielleicht kann er ja nur Englisch. Ein Schildbooster. Nein, wir können noch Abwrackgeschütze zusätzlich raufpacken. Die zählen auch als Waffe. Gerade wenn die Schilde weg sind, machen die ordentlich Wumms. Oh ja, zerstört eure eigenen Schiffe. Sehr gut. Manche sind aber auch echt hartnäckig. Problem ist, mein Schiff ist auch so lang. Ich habe eine gute Angriffsfläche. Aber irgendwo muss das Zeug ja hin, was wir brauchen. Macht der hier eine Parkschramme rein? Gerade neu lackiert! Dass die immer denken, dass sie abhauen können. Ein Schiff kann dreimal so schnell fliegen. Okay. Rambok-Manöver. Ja. Wenn ich hören will, muss fühlen. Ich meine, wir fliegen gerade mit 1300 Metern pro Sekunde. Das finde ich schon cool. Kommt halt nur nicht so rüber, ne? Weil es einfach nur leerer Raum ist. Aber früher waren die Gegner niemals so schnell. Das finde ich jetzt natürlich super, dass die auch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit drauf haben vielleicht. Andererseits ist es nervig, wenn die außerhalb des Sektors fliegen und man dann die Station und Bergbausachen nicht mehr sieht. Jetzt geht's noch, aber wenn man 300 Kilometer weiter ist. Oh, stimmt. Und ich habe mir ja eine Aufgabe markiert. Die Wissenschaftler. Na, er fliegt zurück. Weise Entscheidung, in deinen Heimatgefilden zu sterben. Habe ich alle drei erwischt? Ich glaube, ich habe den ganzen Batzen erwischt. Wie ein Haustier kommt's hinterher. Wunderbar. Der treibt auch noch mit 1200 Metern pro Sekunde. Alles klar. Er trifft nichts mehr. Schade. Ich dachte, er schlägt hier vielleicht noch wunderbar ein. Ist natürlich doof, wenn man ein seltenes Wrack gefunden hat, was man ausnehmen will und das einfach im Nirgendwo wegtreibt, sodass man es nicht mehr wiederfindet. Oh, ich habe mich irgendwo gerammt. Ich habe ein bisschen Hülle verloren. Zum Glück sind wir voll gepanzert. Nix hat er verloren, nix.
Das Schöne, wenn die Waffen nicht überhitzt sind, dann machen sie auch Schaden. So, weg mit dem Scheiß. 1000 Meter pro Sekunde weggeschnippt. Fällt mir. Oder oben ist noch einer, der weiß aber nicht, was er macht. Ah ja, er schießt seine eigene Raumstation ab. Finde ich gut. Und opfert sich dann. So. Der hat auch nichts verloren. Ärgerlich. Nur ein bisschen Eisen. Da fliegen überall noch Raketen rum, die irgendwann mal abgeschossen wurden. Habe ich schon erzählt, was mich ganz doll erschreckt hat bei Avorion? Du wirst lachen, wenn ich dir das erzähle. WB. Du wirst lachen, wenn ich dir erzähle, was ich herausgefunden habe über Avorion. Und zwar wird das Spiel mit jedem Sektor, den man erkundet, langsamer. Na? Und die Sache ist, ich habe herausgefunden, wieso. Die haben etwas gemacht, wo der gesunde Menschenverstand sagt, das hat man vielleicht vor 20 Jahren so gemacht, vielleicht noch vor 10. Die haben jeden Sektor in einer eigenen Datei auf der Festplatte liegen. Das heißt, wenn ich 1000 Sektoren durchsucht habe, habe ich 1000 Dateien AXMB auf der Festplatte rumliegen. Anstatt ein optimiertes Abfragesystem zu haben oder ein optimiertes Speichersystem. Ich meine, an sich ist es ja gut, jeden Sektor einzeln zu haben, aber da sind so viel Overheads drin und dann allein die Festplattenzugriffe, wenn man in den Sektor springt, deswegen dauert das so lange. Auch bei einer SSD, Festplattenzugriff ist trotzdem langsam. Ist halt nicht unbedingt das Beste, sage ich mal. Da merkt man halt, dass das Spiel schon seit 2013 oder so in der Entwicklung ist und die Technik sich dahingehend grundlegend auch verändert hat. Ich meine, das war früher sicher clever, aber es ist halt null skalierungsfähig. Ich meine, theoretisch ja, alles sind irgendwie Dateien auf der Festplatte, wenn man es so will. Aber ich glaube, so ein Abfrage-Datenbanksystem, in dem die Daten gespeichert sind, ist doch um einiges effizienter. Jetzt, wo spannend wird, gehst du. Na dann, bis dann. Oh, die anderen Schiffe interessieren uns jetzt mal kurz nicht.
Noch 700.000. Ich glaube, kurz abwarten immer hilft enorm. Wäre halt auch cool, wenn sowas anfangen würde zu brennen oder irgendwas, nicht wahr? So, und jetzt mache ich einen Cliffhanger. Weil ich muss ganz dringend auf Toilette. Gleich wird es explodieren. Kurze Pause. Well, I'm changing.
So, der Magen. Manchmal will er einfach nicht mehr mitmachen. Fühlt man sich wie ein Opa. Aber dafür machen wir jetzt dieses Raumschiff fertig. Das ist doch ein gerechter Ersatz, würde ich sagen. Kurz warten, noch 200.000. Nee, 24.000. Sehr schön. Da kann man nämlich wunderbar einsammeln. Oh, da treibt was. Wir können natürlich jetzt diese illegalen Sachen hier aufsammeln. Aber ja gut, wir können das wirklich machen und verkaufen. Andererseits würden dann unsere Freunde wahrscheinlich sauer, dass wir illegale Waren transportieren. Ich meine, es gibt eigentlich niemanden mehr, den das interessieren könnte. Er versucht zu flüchten. Wie niedlich. Da ist was. Ist da was Rotes? Nee. Also, gemeinsam volles Rohr. Oh, Vorsicht. Dass wir aus Versehen Verbündete treffen. Verliert schon Sachen, sehr gut. Reparaturgeschütz zum, egal, kann man verkaufen. Okay, gibt's trotzdem. So, wo wollen wir hin? Ja, jetzt ist nämlich genau das eingetreten, da hinten, dass man das kaum noch sieht, bei der Entfernung. Ich würde mal sagen, oh, wir haben sogar schon unseren ersten Gleiter, dass wir auch gestohlene Ware mal kurz aufnehmen. Da drüben. Dann verkaufen wir das bei Schmugglern. Oh je, je. Da fliegt ja doch ein bisschen mehr rum. Bei so einer Raumstation, wenn die zerstört ist. Und die haben viel Zeug, wie Bildschirme und Co. Mal einsammeln. Sehr schön. Und dann springen wir mal lieber. So, wo ist denn der nächste Schmuggler? Da unten. Beziehungen sind schlecht. Ist natürlich blöd. Was ist hier für ein Schmuggler? Besser. Die mögen uns.
Mal, sind Freibeuter die? Ah, das sind gar keine Schmuggler. Okay. Die hier sind neutral. Oder die sind neutral. Na, wir fliegen zu denen. Ja, verdammt, ich habe mir nicht gemerkt, wo wir eben waren. Da waren nämlich gute Ressourcenquellen. Shit. Egal. Ich glaube, wir müssen eh erstmal umwandeln lassen. Unser Frachtraum, obwohl er riesig ist, ist schon wieder zu klein. Hätte ich nie gedacht. Oh, 4 Kilometer, komm. 3. Na? Gedockt. Güter handeln, verkaufen. Chlor. Ich verkaufe das jetzt. Wasserstoff. Das ist laufend bei mir hier drin. Ein Teleporter. Ja, komm, hier. Die 20.000 mehr brauche ich auch nicht. Irgendwo kann man sagen, gestohlene Güter verkaufen. Genau. Aluminium. Eine Antigrafeinheit. Ich meine, immerhin sind das 4 Millionen gewesen aus der Raumstation. Jetzt sind wir wieder bei 12. Ja, perfekt. Unser zweiter Flieger ist auch gleich fertig. Dann haben wir fast schon eine kleine Kampfflotte. Dann müssten wir nur gucken, dass wir Piloten langsam nachhaben. Aber ach, ich habe ja schon 100 Piloten ausgebildet. Super, die Unteroffiziere sind auch fertig geworden. Die Lieutenants haben noch gereicht. Die Kommandanten auch. Die haben eh viel zu viel von allem. Aber lieber so als andersrum, nicht wahr? Hier gucken, ob noch irgendwas Schönes dabei ist zum Mitnehmen. Weil ich will jetzt die Mission machen und nach minus 160 9 fliegen. Während der Zeit lassen wir unsere Elemente umwandeln. Hier muss man vorsichtiger fliegen. Ja, zum Glück sind wir gut geschützt. Mein Now Need kann man direkt verkaufen und in Geld umwandeln. Finde ich gar keine doofe Sache. Da haben wir's. Ich meine, für die Raumstation brauche ich eigentlich alle Ressourcen, aber ich brauche auch Geld. Und dann wissen wir auch noch gar nicht, was wir für eine Raumstation machen wollen. Ein zusätzliches Problem. Oh, shit. So. Kleinvieh macht auch Mist. Dann gucken wir doch erstmal, wo ist minus 160? Irgendwo hier.
Und minus 9 irgendwo hier. Da unten. Das ist nicht schlecht. Springen wir zu dem gelben, zu dem gelben. Und dann sollten wir da in was Brauchbares in die Nähe kommen. Zum Glück durch unsere beiden Module ist die Sprungreichweite auch, oder Sprungzeit, auch gut reduziert. So, was ist hier? Wracks, alles klar. Mal gucken, Trinium. 500 Trinium, wow. Das ist ein Wrack, das macht ja richtig Sinn abzureißen. Wir werden auch nicht mehr beinhalten Trinium, Xanion, aber 5000 nur. Ja, keine Ahnung, was das für Wracks sind, aber auf jeden Fall keine spannenden leider. Selbst mit einem Abwracklaser, das lohnt halt einfach nicht. Ah, wir verlieren noch Sachen, hätte ich gar nicht gedacht. Wir haben Wracks ganz selten was verloren. Wenn man eher davon ausgehen könnte, Wracks sind schon längst geplündert. Schildbooster. Na gut. So. Die haben doch hier sicher ein Ressourcendepot. Sehr schön. Da wäre noch besser. Das ist genau aus der Reichweite. Hier wäre noch besser eigentlich. Ne, dann springen wir erstmal noch mal zu was Gelben. Sagen wir mal lieber hier hin. Weil sonst suche ich das wieder ewig. Das wird irgendwie nicht mehr auf der Karte markiert. Mir war so, als ob es auf der Karte mal markiert wurde, aber dann nicht mehr. Vielleicht mit dem letzten Update kaputt gegangen oder so. Das Anvisieren von solchen Dingern hasse ich. Dass immer so einzelne Blöcke sind. Gibt hier irgendwelche schönen großen? Oh, wir können schon mal sagen. Oh nein! Okay. Jetzt bin ich zu weit nach rechts gesprungen quasi. 67.000. Na, den nehmen wir mit. Wow, Jung. Was ist denn mit dem kaputt? Kommt ihr angesaust? Hat er Glück, dass ich nicht voll draufgehalten habe. Meine Bergbaulaser sind so effizient, den hätte ich gleich mit weggesprengt. Oh ja, das ist auch einer. 200.000 nochmal. Auch lecker. Den nehmen wir. 41.000 nehmen wir auch. Oh.
Erst den kleinen. Plump. Und dann einen großen. Das dauert wieder. Ja, schade, dass es nicht mehr Statistiken gibt, die man sich angucken kann, während man das hier abbaut. Das wäre halt schön, wenn man währenddessen gucken könnte, wie viel Dings habe ich schon getötet oder irgendwas. Wir können nochmal neue Besatzung klonen. Aber eigentlich brauchen wir das auch nicht. Hier können wir gucken, hier die Jäger. Zwei sind schon fertig. Cool. Exotische Raygun-Jäger. Bewaffnete Jägerstaffel. Ziehen zum Verschieben. Okay. Die müssen wir mal deaktivieren, nicht dass die aus Versehen rausfliegen. Wir haben noch elektromagnetische Ladung. Zwei. 26.000. Das müssen wir auch mal verkaufen jetzt. Kabel. Und der Rest ist Schrott. Ja, das müllt auch nach und nach den Raum zu. Ich habe hier auch noch ein paar coole Items, die man verkaufen könnte. Ich meine, allein das eine, die eine lilane Waffe wäre 5 Millionen wert. Ich würde echt da gerne Bergbauschiffe drauf bauen, aber die kosten 52 Millionen dann. Kann ich mir aktuell nicht leisten. 500.000 mit dem anderen dann 5, 6, 7, 800.000. Das heißt 900.000, 920.000 in etwa. Nach Abzug der Gebühren. Da haben wir genug Reserve. So. Ein Schiff haben wir aktuell nur. Hier, der hier. 4,922 Millionen. Multi-Harvest. Leider kein Multi-Harvest R. Auch wenn R8000 dran steht. Die Effizienz ist halt echt im Keller. Ich meine, ich kann den Spaß deshalb, na obwohl, jetzt nicht bei dem großen Block. Dann will ich hier ordentlich was einsammeln. 231.000. Ich könnte mal Spaß deshalb aber RAM bauen. Und aktivieren und gucken, wie gut der ist. Ich habe den noch nicht ausprobiert. Der kriegt von mir die 3. Nachher ist er so krass, oh, er hat die 4 bekommen, dass das Sinn machen würde, den zu nehmen. So, da sind 65.000 Titan drin. Wir haben 1.500 Titan aktuell. Okay, Reichweite ist sehr gering. Achso, weil da auch noch was im Weg war. Titan. 11.000 Titan kommen raus. Ja, das ist das Problem. Der wandelt halt direkt um, aber mit einer ganz niedrigen Effizienz. Und das macht ihn so unbrauchbar und sinnlos. Klar geht das, hat man früher ja auch gemacht. Aber wenn man dann von 19.000 3.000 nur kriegt, ist das natürlich... Ja, plemplem. Und dieses Anvisieren von diesen kleinen Brocken ist halt absolut schwierig. Deswegen baue ich lieber gerne immer diese großen Dinger ab. Ah, okay. Nee. Es war schön gedroppt, aber hätte auch nicht sein müssen. Schade eigentlich. So. Jetzt
Jetzt haben wir eigentlich die großen Dinger raus, oder? Hinten noch mal gucken. Oh, ich glaube, hier war ich schon, oder? Oh. Ah, das Kleinvieh, 11.000. Ja, es geht schnell, aber... Wenn die Laser ordentlich fokussieren würden, würde es schnell gehen. Sammel, 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 sammel. Und go! Und hallo Starfogger! Willkommen im Club! Ah, ich meine in der Manege. Was haben wir hier? 6.000. 15.000. Ja, das klingt doch schon mal gut. Kunst. Ich würde sagen, die macht nichts, da alle Museen geschlossen sind. Nein, geht. Ganz okay, sag ich mal. Magen rumort ein bisschen. Das Übliche. Kommt ja nicht in mein Alter. Meine Innereien fühlen sich wie 130 an. Innerlich auch oder nur äußerlich? Ein wichtiger Faktor. Äußerlich fühle ich mich wie 20. Und im Kopf wie 12. Kommt hin, oder? Ja, sehe ich auch so. Und was machen 12-Jährige? Eine Manege! Das wunderbare Geschenke auspacken. Äußerlich bin ich blau bis lila. Hast du mal Feuer? Wir gucken ja aktuell eine Serie, Peaky Blinders heißt die. Und ich habe wieder gemerkt, ich bin echt zu alt dafür. Als die Serie rauskam, wurde sie von, sag ich mal, normalen Leuten gedreht. Und jetzt die letzte Staffel ist, glaube ich, nachdem die Serie wieder aufgekauft wurde, von Netflix erst gedreht worden. Diese Netflix-Drehweise, ich kann mit der nichts anfangen. Das ist so schnelle Hin- und Her-Switche, die Charaktere verhalten sich komplett unlogisch. Was vorher nicht in der Serie der Fall war, das nervt mich echt gigantisch. Und da merke ich auch null Akzeptanz dahingehend. Diese ganzen Netflix-Serien sind irgendwie wie so eine Billig-Soap für mich, die im Fernsehen läuft. Einfach nur schrecklich. Da muss man echt lange suchen, bis man noch was Gutes, Altes findet. Neulich ist ein Charakter, der war vielleicht mal 10 Sekunden zu sehen und dann haben die ganze Zeit über den geredet. Man hat seinen Namen nicht mehr erfahren vorher. Ich weiß nicht, wer das gedreht hat. Ja, und Mike hat das so gemacht und Mike hat das gemacht und Mike sollte mal das tun. Okay, sag mir Bescheid, wenn Mike wieder da war. Mike hat's für uns erledigt. Wer ist Mike? Ich habe Mike noch nicht einmal gesehen. Hat voll wichtige Sachen gemacht und man wusste nicht, wer er ist.
irgendwann hat man dann erfahren, wer er ist. Und dann dachte ich so, oh, warum haben die nicht den irgendwie eingeführt? Hauptsache 20 verschiedene Cutscenes in der Millisekunde, sodass man den Charakter auch gar nicht erfassen kann. Larry gewinnt. Ich habe halt den Größten. Ja, warst du gar nicht da? Schäm dich. Wir sind in die winterliche Phase eingetreten. Alles ist anders. Alles ist weihnachtlicher. Ja, davor den ganzen Tag war ich da. Von morgens um 10 bis um 16 Uhr oder so. Muss ja auch mal reichen. Sonntagabends wird wahrscheinlich eh nicht mehr geben. Dann spanne ich denn lieber. Im Real Life. Das gibt es noch. Ich dachte, es wurde abgesagt wegen Corona. Dachte, er ist ausverkauft. So richtig mit Menschen treffen? So sozial? Dann weißt du ja auch noch gar nicht, dass du zum Beispiel das Licht steuern kannst, nicht wahr? Ich weiß nicht, wo ich getippt habe. Das funktioniert nämlich jetzt. Aktuell noch gratis. Demnächst dann mit Punkten. Kann man das essen, hat alle niedergemäht. Was für eine miese Vorstellung. Was kommt denn aus diesen Geschenken raus? Kann man das essen? Ist nix das Manegenboss. Den hat er sich gegönnt. Der ist halt sehr schwer zu besiegen. Uiuiui. Ist ein bisschen hell noch das Pink. Muss ich mal anpassen. Das ist eigentlich nur auf 60% Helligkeit. Krass, was die LED leisten kann. Die ist so gut. So, jetzt können wir da doch hinspringen. Sehr schick. Auch wenn man subbt oder followt, gibt es dann Effekte. Aktuell glaube ich 2 Sekunden oder so. Kann ich aber noch einstellen. Ich glaube die Effekte sogar 4 oder 6. Die Farben aber 2. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, dauerhaftes Pink oder sowas. Na, obwohl. Naja, das wird schwierig dauerhaft, aber zumindest eine sehr lange Zeit. Ho, 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 ho! Und es gibt mehr Fame. Neue, na, Weihnachts-Emojis natürlich. Gab leider nur nicht genug Weihnachts-Emojis, um alle zu ersetzen. Ich habe auch die Texte ein bisschen gekürzt überall. Nur die Befehle habe ich gelassen, weil das zu ändern hin und her ist nur verwirrend. Ich denke mir mit den angepassten Texten, das ist schon eine coole Sache. Mal ein bisschen Abwechslung über die Feiertage. Ah, wir sind ja schon angedockt. Rohe Erze, alle 9 Minuten. Wir kriegen 1 Million Zanion-Erz. 1 Million? Da haben wir 1,6 Millionen. Jo. Ist ja wunderbar. Starte. Trinion-Erz kriegen wir 120.000 immerhin. Auch cool. Die können wir auch verkaufen. Ah, obwohl, da,
Das Naonit können wir verkaufen und das Titan. Und ein bisschen Eisen. Eisen haben wir echt viel jetzt doch schon. Aber rode auf deinen Todesschlitten nicht kaputt. Gedockt. Güter handeln. Ja, wir müssen mal das Handelssystem irgendwie unterbringen. Nee, nicht Leute. Ausrüstung, da. Xanion Air Bergbau. 86. Ja, das holt mich nicht hinterm Berg vor. Händler-Handelssystem in Rot. Wirtschaftsscan-Reichweite 15. Die ist schon schlecht. Was haben wir denn auf Halde für ein... Ich glaube, wir haben nämlich nur ein gelbes. Können wir nämlich nicht so weit scannen. Andererseits haben wir auch aktuell keinen Platz, um es einzubauen. Und Geld ist gerade Mangelware. Ne, wir lassen es mal. So, wir sagen mal, wir wollen verkaufen und zwar nur... Das? Und jetzt würde ich gerne nach DPS sortieren, das geht nicht. Ah, das ist ja schlecht. Das ist wirklich schlecht. Okay, dann müssen wir das hier doch darüber machen. Über die Itemliste. Tja. Dein Schlitten berstet. Tragisch, würde ich sagen. Oh. Ah, rechtsklicken auf dem Mülleimer, genau. Das können wir denn direkt verkaufen. Es ist doof, dass das jetzt alles durcheinander ist. Weil man hier jetzt die Filter für Waffen und Nicht-Waffen hat. Das wäre echt hilfreich. Okay, wir müssen erstmal verkaufen. Und zwar, was einfacher ist. Die Dinger. Und dann auf die letzte Seite. Oder ab hier. So, die HS-Überbrückung brauchen wir nur einmal. Transporter-Software, Hightech-Handelssystem 1 reicht. Schild-Ionisierer benutze ich eh nicht. Bergbausystem behalten wir mal. Gyro-Array. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Aber es ist mit Q. Eigentlich müsste das nach und nach machen. Anscheinend funktioniert die Q aber nicht. Aber dafür, für das, was du machen willst, gibt es auch so eine Effekte natürlich. Damit kann man mich zumindest aufwecken. Antriebsupgrade kann weg. Ey, Junge, passt der auf. Wie fliegt der denn? Wirklich. Wenn man hier nicht die permanenten Auge auf die hat. So, DPS pro Slot. Die Sachen, die grün sind, können trotzdem weg und dann würde ich sagen, alle Waffen ab hier. Aber die Frage ist, ja, was ist nicht Bergbau? Man müsste nicht Bergbau filtern können. Das Blau sieht man gar nicht, nicht? Bei
Ich glaube, blau ist. Das hier ist eh lila als Default. Den Wechsel zu blau sieht man kaum. Leider kann ich nur 8 Grundfarben nehmen, sonst das Abo kostet 3,99, dass du alle Farben zur Verfügung hast. Ist echt frech. Was sehe ich natürlich nicht ein. Point Defense hebe ich mal auf. Du hast ein neues Spielzeug. Das macht Spaß. Ist auf jeden Fall verrückt, nicht? Ein Dreifach-Flag, exotisch. Ne, das heben wir mal auf. Den Multi-Harvest auch. Wollte ich eigentlich schon eine ganze Weile machen, aber erst durch den Stream von Jesu, oder Jesu, ich weiß nicht, wie sie heißt, bin ich da echt auf den Geschmack gekommen. Da kannst du das sogar über die Twitch-Punkte machen, wenn du das Abo von diesem Tool hast. Dann braucht man nicht ein eigenes Punktesystem. Eigentlich ganz spannend, sage ich mal. Nur, dass man halt nicht alle Farben nutzen kann, ist echt ärgerlich. Ich muss die Farben echt runterstellen. Den Ogonit will ich auch mal noch aufheben. Laser. Ja, gut, die sind alle sehr schlecht. Was die DPS pro Slot angeht. Boah, das Rot haut rein. Das Rot haut richtig rein. Ich bin der persönliche Weihnachtsbaum. Aber bedenke, demnächst werden die Sachen dann auch Punkte kosten. Das ist jetzt nur in der Testphase, weil es neulich auch nicht ging. Da wollte ich noch nicht, dass dann da Geld oder Punkte verballert werden. Das heißt, mal richtig nutzen. Oh. Das ist heftig. Oh. Oh, noch echt viel vor uns. Blöd ist, dass man echt alles von Hand checken muss, was durcheinander ist. Hätte ich mir echt ein besseres Suchsystem gewünscht hier. Ah, hier, so ein Abwrack. Wie ich zum Beispiel nämlich nicht weghaben. Die könnten nämlich gut sein. Nee, aus ist nicht drin. Nur die Befehle bei LED-Info sind da. Mehr ist noch nicht drin. Beziehungsweise mehr kann man nicht machen mit der Free-Version. Boah. Oi. Das macht auf jeden Fall Spaß. Echt schade, dass nicht die anderen Sachen noch gehen. So richtig coole Effekte könnte man da machen.
Polizei ist vor allem gut, denken die Nachbarn gleich. Was ist denn da drüben los? Versuchst du SOS zu morsen? Und was ist dein Liebling? Könnte man einbauen. Also gerne Lichtfarbe. Also die Farben sind alle, die da sind, nicht? Es gibt hellgrün, lila, orange, pink, rot. Hellblau, hellgrün und so. Und dann mit Zeiten. Also da kann ich beliebig viele Effekte einbauen. Weil es normales Licht macht, nicht? Ja. Dann bin ich nicht so blau. Ich finde es halt nur langweilig. Als Standardfarbe leider. Ich glaube Stroboskop, ich glaube der kann gar nicht so kurze Zeitabstände. Ich glaube eine halbe Sekunde ist das Minimum in der freien Version. Aber ein SOS sollte man hingehen. Man könnte auch die Standardfarbe ändern lassen, aber auch nur in der Vollversion. Das geht in der freien Version, kann ich nur Szenen machen. Ich glaube, ich könnte aber Szenen anlegen, die ihr dann wechseln könntet als Standard. Also ich sag mal, es ist nicht unmöglich, aber auch nicht wirklich easy. Ich muss auch nochmal gucken, vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes Tool. Das ist jetzt das erste, was ich gefunden habe. Das sieht so billig aus. Das sieht wie Windows 1998 aus. Das ist echt ein bisschen schade. So. Haben wir doch die gröbsten. So, und jetzt will ich die aber mit DPS. Okay. Keins, was auch nach DPS oben wäre. So, lassen wir die noch mit drin. So, jetzt will ich noch die Plasma-Dinger ein bisschen rausnehmen nach DPS. Falls wir uns da nochmal entscheiden, zweites Schiff zu machen. So. Und dann die Sachen mit R habe ich nicht. Angekreuzt, sehr schön. Jetzt können wir hier nämlich hingehen und sagen: Ausrüstung handeln, verkaufen, Müll verkaufen. Das hat uns mal eben 20 Mille gebracht. Messer ist Besroll. Was? Was ist mit Messer? Retro. Ja. Eine Manege. Oh. Ja, wie gesagt, die Gewinne sind auch höher. Und ich fühle mich befreit. Das fühlt sich gut an. Den ganzen Schrott loszusagen. Sage mal, was machen die denn? Haben die keine Augen im Kopf? Hier sind noch andere Schiffe unterwegs. So, 21:22. Ich wollte gerade die Mission noch machen. Doch, roll auch doppelt so gut sogar. Die meisten Sachen geben jetzt mehr. Na komm schon, Waffen, fokussiert! Haut den kleinen Kacker weg. Ey. Mein Gott, was fliegt der denn direkt vor mich? Dummer Dummbatz, wirklich. Also echt. Jetzt der schon wieder. Sag mal, Leute. Lass mich das hier erledigen. Ja, da werden sie natürlich sauer. Das ist mir egal. Ist mein Pirat. So.
Wenn die das mit ihren Schiffen nicht in den Griff kriegen, mir aus dem Weg zu fliegen. Naja, ist noch ausgezeichnet. Wir sind noch Verbündete. Mann, 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 Mann. Oh, unser Auftrag ist schon fertig. Krass. Sag mal, aber wie kann man denn im fast einen luftleeren Raum das schon wieder... Wow. ...gegeneinander prallen? Das ist ja unglaublich. Das muss das Spiel ja irgendwie berechnen. Oh. Dein Auftrag ist, Maximus zu überholen. Definitiv. Und Starfugger tötet Maximum. Ob nun Klon oder nicht, ist ja eh egal, nicht wahr? 3200. Gedockt. Hohe Erze nehmen. Ah, das sind doch schöne Ansichten. Schöne Zahlen. So, jetzt noch die Quest. Die Wissenschaftler. Vielleicht mache ich auch Light Short und Light Long und sowas. Nur noch mal schnell die Quest. So sieht's aus. So. Verschlüsselte Nachricht gesendet. Das will ich auch hoffen. Aber wir könnten... Die hoffentlich suchen. Forschungs... Problem ist, die meisten Forschungssatelliten... Ich glaube, die werden nicht angezeigt hier drin. Meine Reaktion auf die LED ist toll. Es macht einen halt wach, nicht? Ah, genau dafür ist es ja gedacht. Interaktionsfähigkeit erzeugen. Shit, die Dinger kann ich nicht suchen. Gerade wenn ihr natürlich, wenn immer so, sag ich mal, durchgespammt wird, dann sehe ich halt Nachrichten ganz schnell nicht mehr. Nicht, die rutschen einfach raus und sind dann halt weg. Ja. Ich habe da gesagt, das wurde alles ein bisschen erhöht. Zumindest die Sachen, die sich leicht anpassen ließen, habe ich erhöht. Manche Sachen muss man ja im Skript ändern. Das ist ein bisschen aufwendiger. Die habe ich dann nicht angepasst. Oder auch die Bosse. Das ist ganz kompliziert, das Berechnungssystem. Wenn ich da einen anfasse, müsste ich alle anfassen. Das dauert 1,5 Stunden. Todesrat ist gleich. Da kannst du auch nichts einstellen. Das ist bei manchen Sachen so. Zum Beispiel auch hier beim Zelt. Da kann ich zwar ein Offset draufgeben, aber der wird anscheinend nicht raufgerechnet auf den Gewinn. Ich weiß nicht wieso. Ja, das ist natürlich doof, wenn ich dann die Forschungssatelliten, die ich schon gefunden habe, nicht suchen kann. Weil hier waren bestimmt einige Forschungssatelliten. Gut, dann springen wir da mal an den Rand. Hast du ihn kaputt gemacht? Bot ist kaputt. Naja, doch, geht wieder. Der hängt ganz schön, nicht? Der Arme.
Piraten, ich würde sagen, dann raten wir morgen Pi, oder? Das ist doch super. Dann fangen wir da an, da haben wir einen Cliffhanger mit unserem kleinen Schiffchen. Hauptmenü. Sehr schick. Spiel verlassen. Wie schon Schluss, ja. Müssten eigentlich 2 Stunden 7 Minuten. Ja, ich habe heute ein bisschen später angefangen. 10 Minuten, weil ich noch was einstellen musste. Jetzt ohne die Musik muss ich mich erst gewöhnen, dann muss ich das noch umstellen immer. Aber an sich bin ich zufrieden, auch ohne Prezi-Rock jetzt. Gefällt mir eigentlich viel besser mit der Musik. Kann ich eigentlich nichts Negatives dran finden. Ja, den habe ich rausgeschmissen vorhin offiziell dann. Nee, die ist von Drakon. Richtig, ist ein Streamer. Richtig cool, höre ich gerne zu. Der guckt oft so Anti-Schwobler-Videos und Dokus oder auch irgendwelche... Ja, er guckt halt meistens YouTube-Content. Was ich halt anstrengend finde, ist... Dann wird immer unterbrochen, mit dem Chat geredet, das Video eine Sekunde angespielt, wieder unterbrochen, mit dem Chat geredet. Manchmal will man einfach das Video hören, was er sich anguckt. Klar kann man sich das auch selber angucken, nur... Das ist ein bisschen schlecht manchmal. Ansonsten finde ich das, was da gesagt wird, meistens sehr sinnig. Informationen zu Twitch gibt es. Kann man eigentlich Künstler-Playlist teilen? Künstlerinnen-Link kopieren? Oh. Ich finde gerade Roadblock ist ein richtig gutes Album. Hat jetzt innerhalb der... Ja, in diesem Jahr halt 3 Alben. Jetzt kommt, glaube ich, das 4. Er will 7 oder sowas haben. Ja, Fleischsaat, das war richtig köstlich. Nach langer Zeit mal wieder. Ja. Und das Gute ist, er macht das ja extra für Streamer, dass die das im Hintergrund dudeln lassen können. Und ich finde es gut. Es gibt ja einige, auch im amerikanischen Raum, die das jetzt machen. Anders ist sich auch nicht mehr zu behelfen. Ist natürlich total dumm. Nicht letzten Montag, aber Roblox kam am 20. Oktober raus. Und die anderen ab Mai, Juli und jetzt Oktober, glaube ich. Die Alben von Drakon. Ja, und was ich halt komisch finde, also gerade so Tools wie Prezelrock nutzen jetzt ihre vermeintliche Marktsituation oder auch Monster Cat aus. Und ich sehe das halt nicht ein. Also, sie machen ihre Tools schlechter und wollen mehr Geld. Ich verstehe sowas immer nicht. Aber wenn sie der Meinung sind, dann sollen sie es machen. Aber viele werden so einen Umschwung nicht mitmachen. Und ich meine, wenn es Alternativen gibt, gibt es Alternativen. Und mit dem bin ich ziemlich zufrieden. Vor allem, wenn er wirklich noch 3-4 Alben rausbringen will in dem nächsten halben Jahr oder Jahr, da hat man mehr als genug Musik. Vor allem, wenn es mehr in Richtung Roadblock geht, da wäre ich echt sehr zufrieden. Gerade Lost und Looking for Answers finde ich sehr gut. Sind leider die am wenigst gespielten Lieder. Ich habe halt einen Geschmack, der komplett an den Leuten vorbeigeht. Na gut. 2 Stunden 10 Minuten muss reichen für heute. 21.33 Uhr, mal ein bisschen pünktlicher Feierabend. Sei wieder morgen dabei, seid alle morgen wieder dabei. Wir sehen uns. Und morgen gibt es ein geheimes Spiel. Ein schönes Spiel, hoffe ich. Ich weiß noch nicht selber, wie es ist. Es ist auch noch nicht freigeschaltet. Ich kann es noch nicht runterladen. Es wird spannend. Morgen kommt auf jeden Fall
sag ich mal, es wird düster werden in unserer Umgebung. Nicht wahr? Und die Prohibition schlägt zu. Bis dahin, ich wünsche euch was. Schlaft schön, wir sehen uns und tschüss.